Hallo zusammen. Auch wenn es nicht so aussieht, bin ich in Spanien unterwegs. Es ist Mitte April, aber es ist früh morgens und deshalb noch relativ frisch in den Bergen vor allem. Wir sind hier ungefähr 2 Autostunden nördlich von Valencia. Und ja, das Ziel wäre es jetzt über die nächsten Tage in verschiedenen Habitaten hier einige Singvögel zu beobachten und hoffentlich auch fotografieren zu können. Viel Spaß schon mal beim Zuschauen. Ja, hier in der Region hat es unglaublich viele verschiedene Habitate. Wälder, Flusslandschaften, eher landwirtschaftliche Bereiche und dann natürlich die Berge. Oh, ein Eichhörnchen, Moment. Sorry für den Unterbruch, ich habe gerade ein Eichhörnchen gesehen. War zwar richtig süß, hat aber keine wirklich schönen Fotos gegeben. Ihr seht es hier. Aber ja, probieren muss man es. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei den verschiedenen Habitattypen. Das letzte typische natürlich hier ist das Gebirge an sich mit den Steinen, diesen roten Felsen und wirklich karger Vegetation. Heute möchte ich mich zuerst einmal auf die Vögel rund ums Wasser hier konzentrieren. Wasser ist in vielen Teilen von Spanien eher Mangelware. Das hier ist jetzt ein Zufluss in die Turia. Die Turia ist ein ungefähr 200 Kilometer langer Fluss, die bei Valencia in das Mittelmeer mündet und auch die ganze Landwirtschaft rund um Valencia eigentlich mit Wasser versorgt. Also von dem her wichtig, dass diese genug Wasser führt. Es gibt auch eine Brauerei, Turia, ja, ganz gute Biere eigentlich. Ja, und es ist nicht nur die Vogelwelt, die sich hier zwischen den verschiedenen Habitaten unterscheidet. Viel stärker sieht man es eigentlich noch bei den Pflanzen, da diese halt den abiotischen Faktoren viel stärker von diesen abhängig sind. Und hier an der Vegetation sieht man es bei den Bäumen zum Beispiel, dass es in Wassernähe relativ viel Silberpappeln, Populus alba, hat. Denn diese können auch bei Überschwemmungen sehr gut einmal ein bisschen Staunässe tolerieren. Und wenn wir etwas näher ans Ufer gehen, näher ranzoomen, dann sieht man sehr viele Schachtelhalme. Equisetum, wenn es mich nicht täuscht, handelt es jetzt hier um Equisetum arvense, also dem Apfelschachtelhalm. Die gute Nachricht ist, der Wald hier, der ist voll mit Vögeln. Man hört sie richtig singen. Ich hoffe, ihr hört das auch im Hintergrund, ist richtig toll so früh am Morgen. Die etwas schlechtere Nachricht, es ist schon etwas schwierig, jetzt sie zu erkennen. Die ersten Bäume haben schon Blätter. Und die noch schlechtere Nachricht, es ist viel schwieriger, sie schön freigestellt zu fotografieren. Ja, häufig singen sie doch etwas aus dem Gebüsch heraus. Manchmal sieht man dann doch einmal ein Tier etwas exponierter am Singen. Meistens nur für kurze Zeit, meistens nicht in Fotodistanz. Meistens im schlechten Licht oder wenn man die Kamera nicht bereit hat. Ja, es ist halt nicht eine Winterfütterung, wo irgendetwas eingerichtet ist an einem Ansitz. Es braucht schon etwas Glück, dass der Hintergrund, das Licht und alles passt. Aber ja, ich bleibe dran und hoffen wir das Beste. Ihr erkennt es vielleicht im Hintergrund, die Landschaft hat sich leicht geändert. Ich bin nicht mehr im Wald, sondern in den angrenzenden Obstgärten. Auch hier hat es sehr viele verschiedene Vögel. Natürlich Rotschwänze, Buchfinken, Stieglitz konnte ich auch sehen. Sehr viele Rotkehlchen, immer noch einige Grasmücken, die haben wir schon im Wald gesehen. Ja, es hat nicht wirklich viele Fotos gegeben, eins vom Stieglitz. Das Licht ist inzwischen leider etwas zu hart zum Fotografieren. Ich werde jetzt mal in die Ferienwohnung gehen, unterwegs noch bei der Bäckerei etwas rausholen und ihr solltet unbedingt dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit hoffentlich dann ja, Vögeln in felsigeren Regionen.
Ja, nach einem recht ausgiebigen Frühstück habe ich mal ein bisschen Bilder sortiert, Video geschnitten, muss auch sein. Ja, dann ging es auch schon bald zum Mittagessen. Und jetzt bin ich wieder draußen unterwegs in einer etwas felsigeren Landschaft. Ich habe jetzt Stieglitz gesehen, Girlitze, natürlich Meisen, Buchfinken und so weiter. Und am Himmel sind sogar einige Greifvögel gekreist. Fotografisch sieht es irgendwie nicht so wahnsinnig gut aus. Ich habe mir zudem auch andere Arten noch erhofft, wie zum Beispiel den Grauer Steinschmätzer, den Mittelmeersteinschmätzer. Ja, wollen wir mal schauen. Vielleicht klappt es ja noch mit ein paar Fotos. Die Vögel sind momentan eher scheu. Sie setzen sich aber ab und zu auf die Strauch- oder Baumwipfel drauf. Und im Hintergrund habe ich wirklich die Hügel oder Berge des gegenüberliegenden Tals. Das heißt, der Hintergrund ist schön aufgelöst. Und ja, dann versuche ich sie etwas kleiner ins Bild zu bringen. Jetzt habe ich gerade eine Amsel fotografiert und mir war das doch etwas zu langweilig. Und dann habe ich versucht, durch die Äste von einer Tamariske durchzufotografieren, damit der Vordergrund so ein bisschen grün vernebelt wird. Damit man nicht, ja, einfach zu viel Leere im Bild hat, sage ich jetzt mal, hat man noch so ein bisschen, ja, einen unscharfen grünen Hintergrund und nicht nur den unscharfen grauen. Ich muss sagen, der Nachmittag hier in einer etwas gebirgigeren Region war nicht extrem erfolgreich, was das Fotografische angeht. Eine sehr schöne Wanderung auf jeden Fall. Aber wir haben nicht sehr viele Vögel gesehen und ich dachte mir, ich picke mir jetzt das eine Foto vom Stieglitz, das ich heute Morgen machen konnte, einmal raus und werde das gleich mit euch noch zusammen kurz zusammen bearbeiten. Bis gleich. Ich bin nun wieder zurück in der Wohnung und wie angekündigt möchte ich gerne eines der Stieglitz-Bilder, die ich aufgenommen habe, mit euch zusammen bearbeiten. Und ihr seht hier, ich habe hier 7 verschiedene Bilder auf dem Computer in Capture One geöffnet und als erstes muss ich mich einmal entscheiden, welches ich überhaupt bearbeiten möchte. Für globale Anpassungen könnte man natürlich alle gleich bearbeiten, eines bearbeiten und dann die Anpassungen übernehmen. Aber ich möchte zusätzlich auch noch lokale Anpassungen oder Anpassungen machen, bei denen es einen Unterschied macht, wo der Vogel im Bild sitzt. Das kann eben lokales Nachschärfen, lokales Entrauschen sein. Oder aber der Bildausschnitt ganz grundsätzlich. Ich gehe jetzt mal die Bilder durch. Hier gefällt mir eigentlich die Blickrichtung vom Stieglitz recht gut. Ich würde es etwas zuschneiden, aber oben dran dieser Ast, der passt mir irgendwie nicht. Ja, hier habe ich in Blickrichtung nach rechts eher etwas wenig Platz, meiner Meinung nach. Dasselbe hier, hier habe ich die Belichtung etwas noch korrigiert, da ich gemerkt habe, dass ich zu hell belichtet habe. Und wenn wir jetzt hier mal die bestrahlten Bereiche anschauen, sieht man, dass es immer noch etwas grenzwertig war. Ich denke, man sollte die hellen Bereiche retten können, aber es ist, glaube ich, gut, dass ich hier etwas korrigiert habe. Auch hier, man hat zwar ein bisschen mehr Platz zwischen dem Kopf des Stieglitz und dieses Ast, der oben durchgeht, und trotzdem wird er ein wenig eingeklemmt. Und wenn wir reinzoomen, dann sieht man auch, dass das Auge im Schatten ist, da oben dran dieser Ast eben den Schatten gibt. Und hier hat der Stieglitz dann mir endlich den Gefallen gemacht, auf dem oberen Ast zu sitzen. Das gefällt mir von dem her besser. Man hat nicht wirklich ein Leuchten in den Augen, das ist vielleicht etwas, was mich nicht ganz begeistert. Und ja, ich werde daher mich entschließen, eines der 2 letzten Bilder hier bearbeiten. Ich entscheide mich jetzt für dieses hier, das gefällt mir vom Blick etwas besser, aber ich behalte das andere sicher mal noch auf der Festplatte. Hier möchte ich den Stieglitz aus der Mitte nehmen und einfach in Blickrichtung mehr Platz lassen und auf der linken Bildseite vor allem relativ viel beschneiden, denn hier hat es mir zu viel Platz. Vielleicht etwas in diese Richtung, lässt sich ja nachher zum Glück auch noch gut ändern.
Nun werde ich als allererstes einmal global das Bild etwas bearbeiten. Viel braucht es nicht. Allerdings dürfte es etwas dunkler sein, wie ihr vorher schon gesehen habt. Ich kann auch hier das Histogramm noch einblenden. Insgesamt sieht es nicht schlecht aus, glaube ich. Dann werde ich die Lichter etwas nach unten korrigieren. Und vor allem die ganz hellen Töne. Denn wie ihr hier seht, sind die immer noch etwas grenzwertig. Mache ich eine neue gefüllte Ebene, also wo alles markiert ist. Dann werde ich eine Luminanzmaske definieren. Auch hier kann ich mir wieder anzeigen, welche Bereiche eingeschlossen werden sollen. Und ich möchte hier wirklich nur die weißen Teile des Gefieders markieren. Oder vielleicht auch das Ansitzast, einfach die wirklich hellen. Ich erhöhe den Radius etwas, damit die Übergänge etwas sanfter sind. Und nun kann ich diese einzeln bearbeiten. Hier sollte man das wie immer natürlich nicht übertreiben, das sieht sonst sehr schnell unnatürlich aus, meiner Meinung nach. Aber ich kann hier die Lichter und sogar den Weißpunkt etwas zurücknehmen. Gerne erhöhe ich dann die Klarheit oder den Kontrast innerhalb dieser hellen Bereiche wieder etwas, um ja, eine gewisse Struktur und Details zu erhalten. Und ihr seht, wie bei vielen meiner Arbeitsschritte ist das kein enormer Unterschied, aber es macht einen ganz kleinen. Ansonsten mache ich gerade noch eine Ebene für den Stieglitz selbst. Und zwar möchte ich hier beim Kopf noch ein bisschen mehr Details rausholen. Ich nehme hier die automatische Maskierung, dass wirklich der Kopf etwas präziser ausgewählt wird. So, das dauert wie immer bei Capture One ganz kurz mit den 45 Megapixel Dateien. Auch hier kann ich mir die Maske anzeigen lassen, werde hier die Schärfe selektiv etwas erhöhen und vor allem aber die Tiefen etwas aufhellen. Macht keinen, auch wieder keinen gewaltigen Unterschied, aber ich finde, immerhin leuchtet es etwas mehr. Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch schon fast fertig. Das ist wirklich ein Bild, das meiner Meinung nach nicht viel braucht. Im Hintergrund hier sieht man ein, zwei helle Baumstämme, die mich leicht stören. Auch hier mache ich wieder schnell eine Maske. Dieses Mal keine automatische Maskierung, sondern einfach eine manuelle. Und gehe hier mit einem eher weichen, mit einer eher weichen Kante schnell über diese Bereiche des Hintergrunds drüber, wo ich eben solche, soll ich sagen, härteren Kanten sehe. Und das noch mit tieferer Deckkraft etwas gröber machen, dass es wirklich schön, schöne weiche Übergänge hier hat. Und in diesen werde ich nun einfach die Klarheit etwas zurückziehen. Mit dem Kontrast muss man aufpassen, denn wenn ihr den zu stark zurückzieht, wird das Bild auch dunkler. Und diese Bereiche, hier gebe ich nur ganz wenig. Vielleicht helle ich die Tiefen minimalst auf. Und ich bin jetzt fast fertig. Ich schraube noch einmal am Gesamteindruck, werde das Bild noch etwas dunkler machen. Und für mich war es das jetzt auch schon, ehrlich gesagt, mit dem Bild. Hier ein Vorher-Nachher. Es ist wirklich, es sind Details, absolut. Man könnte das Bild auch direkt aus der Kamera nehmen, vielleicht würde es einigen sogar besser gefallen. Mir ist es einfach einen Ticken zu hell. Wenn wir reinzoomen, sieht man doch noch ein bisschen mehr Details im bearbeiteten Bild. Allerdings, wie gesagt, bei vielen meiner Bilder habe ich das Gefühl, sind es kleine Details, die ich ändere, die aber trotzdem ein bisschen eine Bildwirkung haben. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die Auswahl und Bearbeitung der Bilder gefallen und natürlich auch das draußen im Feld. Ja, grundsätzlich wünsche ich euch natürlich selber viel Spaß bei der Fotografie. Falls ihr aber jetzt nicht rausgehen möchtet und fotografieren, vielleicht passt das Wetter nicht, ihr habt zu wenig Zeit oder irgendetwas anderes, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mein Video über die 8 besten Tipps aus meiner Sicht für die Vogelfotografie zu schauen. Ich denke, das könnte euch wirklich helfen, eure Bilder noch etwas zu verbessern. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und macht's gut. Ciao!